und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich den zweiten Teil zu der Serie Synodaler Weg für Sie. Es geht ja bald in einigen Tagen wieder los mit einer neuen Vollversammlung. Und im Vorfeld sind wieder Texte veröffentlicht worden, die ich wiederum auf theologische Besonderheiten, sagen wir mal auf theologische Mängel hin untersucht habe. Und versuche Ihnen immer vor allem die problematischen Dinge hier herauszustellen. Letztes Mal ging es um einige Handlungstexte und dann habe ich mich festgebissen am Frauentext, an dem Grundtext des dritten Synodalforums. Da werde ich jetzt erstmal weitermachen. Also jetzt gibt es erstmal die Fortsetzung dieses Frauentexts. Da gibt es einfach so viel, gerade was diese biblische Grundlegung anbelangt. Das ist eine einzige Katastrophe, wenn ich so das mal so sagen darf. Und dann geht es noch weiter in das vierte Synodalforum mit vier Handlungstexten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe auch noch weitere Frauenhandlungstexte, die ich Ihnen auch kurz vorstellen werde und wenn es da überhaupt was zu beanstanden gibt. Bleiben Sie auf jeden Fall gerne dran, es wird wieder sehr verrückt. Vorab würde ich mich wie immer freuen über ein Däumchen nach oben auf dieses Video. Abonnieren Sie mich auch gerne und wenn Sie auch noch die Glocke aktivieren, dann bekommen Sie in Zukunft immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Wie gesagt, ich bin stehen geblieben im Frauentext. Es fällt auf, es gibt die Tendenz, dass man bestimmte Erklärungsmuster, die bisher in der Kirche sich gehalten haben, versucht, mit Hilfe von historischen oder gesellschaftlichen Kontextualisierungen zu relativieren. Was meine ich damit? Texte, die, also zum Beispiel Schriftbelege, die immer wieder angeführt werden, so wie jetzt in diesem Fall, warum eine Frau nicht Priester werden kann, warum das nicht möglich ist, die Dinge, die da eben aus der Heiligen Schrift herangezogen werden, diese Texte werden jetzt in ihren Entstehungskontext eingeordnet, was ja auch richtig ist, aber es wird reduktionistisch betrachtet, also dass gesagt wird, in der Zeit gab es besonders patriarchale Strukturen, deshalb hat dieser und jener Text patriarchale Inhalte so stark betont, deshalb ist das für diese Zeit damals relevant, aber jetzt haben wir nicht mehr diese patriarchalen Umstände und deshalb ist auch dieser Schriftbeweis dahin, ne, oder hinfällig geworden. Sowas kommt öfter vor und das betrifft auch das Thema, warum wird der Messias als ein männlicher Messias erwartet? Und dann wird gesagt, das hat mit der davidischen Dynastie zu tun, mit der Vorstellung, dass der Messias ein königlicher Messias sein wird und das ist ja auch klar, königliche Abstammung läuft immer patrilinear, oder also patriarchal, dass das eben auf diese Art und Weise immer weitergegeben wurde und deshalb ist es undenkbar, wenn natürlich der Messias zum Beispiel dann eine Frau ist. Und wenn Jesus dann, ne, der Nachkomme des, dieses Davids ist, dieser königliche Nachkomme, dann muss er halt ein Mann sein. Aber Jesus führe dieses Argument selbst ad absurdum, wenn er in Matthäus 22 über David, über sein Verhältnis zu David spricht und sagt, ja, aber David, der hat doch gebetet zum Herrn und hat ihn den Herrn genannt. Wie kann also der Messias der Sohn Davids sein, wenn er den Messias Herr nennt? Und das wird eben hergenommen, also in diesem Text, und als Beleg angeführt, dass Jesus das selbst bescheuert findet mit der Messias-Erwartung oder mit der davidischen Vorstellung. Das ist natürlich unhaltbar. Es geht vielmehr in Matthäus 22 darum, dass Jesus ihnen erklären möchte, dass er nicht nur Mensch ist und von seiner Menschheit her Nachkomme Davids ist, Sohn Davids, sondern er ist auch der Herr, den David anspricht, von seiner Gottheit her. Also es geht Jesus nicht darum, patriarchale Strukturen ad absurdum zu führen und es macht keinen Sinn, Matthäus 22 dafür anzuführen. Und dieses ganze Thema patriarchale Strukturen und deshalb wird Gott Mensch als Mensch Mann, weil das mit diesen Strukturen zu tun hat, mit dieser gesellschaftlichen Erwartung. Es hat viel mehr mit einer anderen Sache zu tun. Und dieses Patriarchats-Argument wird sehr viel ausgeführt
in diesem Text. Also es wird immer wieder zum Beispiel gesagt, es ist nicht nur Patriarchat, es ist eigentlich Kyriarchat, weil es nur einen Mann gibt, der Herr ist über alle, also quasi eine männliche Spitze. Und das wird immer sehr negativ konnotiert. Also so nach dem Motto, das ist schon automatisch dann klar, dass das ein Tyrann ist, der die Menschen unterdrückt, vor allem die Frauen unterdrückt mit ihren ganzen Talenten und so. Jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt natürlich. Dabei wird meines Erachtens das ganze alttestamentliche Zeugnis irgendwie ignoriert. Wir haben immer wieder Vaterfiguren, die zugleich priesterliche Funktionen übernehmen, bis es eben zu Mose kommt und es dann auch einen Kult gibt in Israel. Wird Gottesdienst, Kult familiär organisiert? In Familien, also der Familienvater ist zugleich das Haupt dieser Zelle, dieses Hauskreises, der im Grunde ein Typus für die Kirche ist, für die Hauskirche, die Familie. Also, dass der Vater, dass diese Vaterfiguren zugleich priesterliche Figuren sind. Und ich finde es schade, dass zum Beispiel auch hier in diese Texte des Alten Testaments gleichsam eine Rivalität zwischen diesen Erzvätern und den Müttern, den Erzmüttern hineingelesen wird. Das ist eisegetisch. Ne? Man liest etwas in diese Texte hinein, was da gar nicht ist. Während zahlreiche Texte der Heiligen Schrift die kyriarchale Ordnung selbstverständlich voraussetzen, enthalten sie auch Impulse, die diese neue Ordnung durchbrechen. Also als wenn es eine Ordnung ist, die zu durchbrechen ist, weil sie so schlecht ist. Und deshalb brauchen wir die Frauen, die Heldinnen, die endlich diese Strukturen durchbrechen. Auch im Verhalten Jesu wird sichtbar, dass er die Gesetze des Kyriarchats unterläuft und aufhebt. Er briskiert seine leibliche und soziale Familie und initiiert stattdessen eine neue endzeitliche Gottesfamilie nach himmlischen Maßstäben. Ich finde, bei solchen Punkten, wie jetzt das letzte, was eben hier noch angeführt wird, ich finde immer erschreckend, wie antikatholische Polemik von der katholischen Exegese rezipiert wird. Also man schneidet sich eigentlich ins eigene Fleisch durch solche Aussagen. Man liest das hinein. Jesus geht es nicht darum, seine Familie schlecht zu behandeln. Er ist nicht so gemein. Er hält ja auch das vierte Gebot. Er ist seinen Eltern gehorsam. Er ehrt seine Mutter. Er kümmert sich um sie noch am Kreuz. Also zu sagen, er brüskiert sie, das ist so. Gewisse Leute haben seine Identität gar nicht gekannt. So die Kirchenväter, die sagen, das ist erst später ihnen klar geworden und sobald sie das gehört haben, haben sie es angenommen und sind auch Christen geworden. Also so eine Erklärung gibt es unter anderem. Andererseits ist natürlich auch zu sagen, dass wenn zum Beispiel die eine Frau aus der Menge Jesus sagt, selig die Frau, die dich geboren, die Brust, die dich genährt hat, dann sagt er ja nicht nein, sondern er sagt ja, natürlich, aber noch seliger ist, und das ist es immer, er greift diese Dinge mal auf, nimmt sie zum Anlass, um die noch wichtigere Familie zu beschreiben und die Menschen dafür zu sensibilisieren, nämlich für die Familie Gottes. Aber das heißt nicht, dass die leibliche Familie ihm nichts bedeutet. Das wird aber so, das ist schon, es geht zu weit. Man lehnt sich zu weit aus dem Fenster bei der Interpretation solcher Bibelstellen. Und normalerweise, wie gesagt, wird es angeführt, um einen Keil zwischen Maria und Jesus zu führen, besonders, und das ist aber Eisegese. Ne? Man liest hinein, was da gar nicht drin steht, weil eigentlich sehen wir da, dass der Text was anderes hergibt. Eine biblische Lehrstelle betrifft die Priesterinnen, heißt es weiter. Während an anderen Orten der Antike Priesterinnen belegt sind, trifft dies auf Jerusalem nicht zu. Als mögliche Gründe werden unter anderem rituelle Reinheitsvorschriften genannt, die Frauen zeitweise aufgrund der Kultunfähigkeit während der Menstruation von kultischen Handlungen ausschließen. Und dann geht es noch weiter mit Heiratsgebär, Tabu und so weiter. Also es wird vor allem so darauf bezogen, dass Frauen sehr viel mit kultunfähig machenden Dingen in Berührung kommen und deshalb nicht in Frage kommen. Viel wichtiger ist eigentlich ein ganz anderer Punkt. Es gibt keine Priesterinnen und Priester, also beider geschlechtliche Priester in Israel, weil Gott kein Geschlecht hat. In anderen Religionen gibt es einen Pantheon bestehend aus Göttern und Göttinnen. Und deshalb sind auch die Priester weiblich und männlich.
weil da das Geschlecht eben eine Rolle spielt. Man dachte die Götter so, mit diesem Geschlecht, festgelegten Geschlecht. Gott hat kein Geschlecht, aber er erschafft den Menschen als Mann und Frau. Dass die Priester in Israel Männer sind, hat nichts damit zu tun, dass Gott ein Mann ist oder als Mann gedacht werden muss, sondern das hat mit was anderem zu tun, nämlich mit einer Eigenschaft Gottes. Die Eigenschaft, dass er wirbt um seine Braut Israel. Also ausgehend von dieser Brautmotivik müssen wir uns das so vorstellen. Es wird natürlich auch mit rituellen Dingen zu tun haben, aber natürlich machen sich auch Männer kultunfähig durch bestimmte Dinge und deshalb ist das nicht der ausschlaggebende Grund. Dann wird richtigerweise auch hier beobachtet, dass der typische griechische Begriff für Priester, Hieros, im Neuen Testament nie für spezielle Funktionen in der christlichen Gemeinde, also in der Ekklesia, verwendet wird. Das ist auffällig. Die Priester, die Geweihten in der Kirche werden nie Hieros genannt. Hieros ist ein Begriff, der im heidnischen Kontext gebraucht wird, aber auch im jüdischen Kontext, also zum Beispiel in der Septuaginta, dem griechischen Alten Testament, wird das Wort Kohen für Priester des Alten Bundes mit Hieros übersetzt. Aber wir haben im Neuen Bund nur noch einen Hohepriester und das ist Jesus Christus. Er ist der einzige Hieros, nämlich der Archhieros, ne? Der Hohepriester. Und deshalb ist alles, was unsere geweihten Amtsträger tun, in persona Christi. Christus ist das handelnde Subjekt, er ist der Archhieros. Und sie werden deshalb nicht so genannt, weil sie nichts aus sich selbst heraus tun, sondern in persona Christi, wie gesagt. Also das stimmt schon. Und der Begriff Hieros wird nur gebraucht im christlichen Kontext für die Getauften. Die Getauften sind Hieres, ein Hieratheuma, gemacht zu einer heiligen Priesterschaft, zu einem Priestertum. Gemeint ist, dass sie geheiligt sind in ihrer priesterlichen Würde durch die Taufe. Sie sind herausgelöst, so wie das der Priesterstamm Levi herausgelöst ist. Und dieses Herauslösen ist, man wird vom Rest des Volkes nochmal gesondert, abgesondert. Und so ist es mit den Getauften. Sie leben zwar in dieser Welt, aber sind nicht mehr von dieser Welt. Sie sind herausgelöst, geheiligt. In dieser Hinsicht sind sie Hieres. Das Problem ist, an dieser Stelle wird es eben zwar gesagt, Hieros wird gebraucht für die Getauften, aber das wird eben genommen, um zu sagen, ja, die eigentlichen Priester sind dann die Getauften, alle Getauften und nicht die Presbyter, die Ältesten. Dazu kann man nur sagen, man darf den Hebräerbrief nicht ignorieren, wo es heißt, dass wir nur einen Hohepriester haben. Und deshalb können wir dieses Argument nicht nehmen und sagen, allgemeines Priestertum oder gemeinsames Priestertum aller Getauften, also, wir haben nur einen Hohepriester. Und deshalb können wir den Hieros-Begriff hier nicht verwenden, um das zu legitimieren. Es gibt eine These in der liberalen Exegese, die ist schon sehr, sehr alt. Und die hält sich einfach immer noch. Und zwar die These, die auch wiederum aus der protestantischen liberalen Ecke kommt, um eben gegen die katholische Vorstellung zu argumentieren, dass man sagt, es gibt zuerst, und das ist auch eine Sache, die muss ich noch vorschalten. Und zwar gibt es in der Exegese diese Tendenz, und das ist meines Erachtens sehr ungesund, weil es einfach nicht dann der Realität entspricht oder nicht die Realität abbildet, wie sie eigentlich ist. Nämlich, dass man gewisse Entwicklungen immer linear denkt. Linear. Dass dann quasi zuerst das eine war, und zwar ausschließlich das eine, und dann kam das andere, und das ist so, das ist künstlich. So eine Rekonstruktion einer Entwicklung. Weil es meistens so ist, dass bestimmte Dinge einfach gleichzeitig bestehen. Und man nicht sagen kann, da ist ein krasser Bruch, hier ist der Übergang. Das kann man so nicht sagen. Und das betrifft auch in der Exegese zum Beispiel diese These, dass man sagt, es gibt krasse Brüche zwischen, sagen wir mal, der Paulus-Literatur, weil das die ältesten Briefe sind, und den Evangelien, besonders den Evangelien. Das ist auch, dass solche Brüche vorgenommen werden zwischen den Paulusbriefen, also dass man dann zum Beispiel sagt, es gibt authentische Paulusbriefe und Briefe, die dann schon von seinen Schülern geschrieben worden sind. Sie kennen diese ganzen Thesen. Dennis von katholisch.com und ich haben dazu ja schon einiges gemacht, also einiges in einer Reihe.
zum Thema Vorurteile in der Exegese oder Vorüberlegungen, liberale Vorüberlegungen in der Exegese, die ganz viel kaputt machen im Umgang mit der Heiligen Schrift. Und eine solche bruchhafte Exegese sorgt auch dafür, beim Thema Apostel, also beim Begriff Apostel, dafür, dass man sagt, eigentlich war zuerst der Begriff Apostel für alle möglichen Leute gebraucht worden. Und das ist eigentlich in der ursprünglichen Definition, alle werden als Apostel genannt, die Zeugen der Auferstehung Jesu Christi werden. Erst später, nämlich mit Lukas oder sagen wir mal, ja, mit Lukas und dann auch mit den Pastoralbriefen, die angeblich nicht von Paulus wären, weil da schon eine Entwicklung hin zu einer Hierarchie zu erkennen ist, das gab es in der frühen Kirche nicht. Das sind alles eben solche Vorurteile, die man eigentlich also kritisch anfragen kann. Und erst mit diesen Brüchen, also zum Beispiel in den Evangelien, besonders bei Lukas und in der Apostelgeschichte und in den Pastoralbriefen, kommt es dazu, dass man den Begriff des Apostels mit dem Zwölferkreis verknüpft habe. Also dass vorher nicht der Zwölferkreis mit dem Apostelbegriff in Verbindung gebracht worden sei. Und auf diese Weise, warum wird das hier so beschrieben in diesem Text, Frauentext? Um dann legitimieren zu können, dass die eigentlichen Apostel ganz andere Leute sind, vor allem die Frauen, die ja Zeuginnen der Auferstehung werden, besonders Maria Magdalena, die wird ja auch deshalb als Apostolin der Apostel verehrt. Darauf pocht man dann, ohne natürlich den kleinen, aber feinen Unterschied zu erklären. Sie ist Apostolin in der Hinsicht, dass sie Gesandte ist, also im Wortsinn Apostolin, gesandt den anderen Aposteln, dem Zwölferkreis, die Osterbotschaft zu überbringen. Also in dieser Hinsicht. Und deshalb kann man dem nicht eine noch tiefere Bedeutung zumessen, so nach dem Motto, die Frauen hatten eine voll wichtige Bedeutung, eine tragende Rolle in der Gemeinde und sind dann später zurückgedrängt worden von diesen Machos, dem Zwölferkreis. Und das ist eigentlich alles die Schuld von Lukas. Beziehungsweise, Lukas hat ja das Evangelium und die Apostelgeschichte nicht geschrieben, sondern das hat irgendeine andere Person, die sich Lukas nennt, oder also Pseudepigraphie. Und der ist ja eigentlich der Macho, der mit seinen Texten dafür gesorgt hat, dass man die Frauen aus der Gemeinde in ihrer leitenden Position verdrängt hat. Ich habe jetzt ein bisschen das sehr zugespitzt gesagt, aber damit Sie einfach verstehen, in welche Richtung das geht, warum man solche ausführliche Argumentationshergänge hier vornimmt. Diese Begriffe, sowas wie Apostel, Diakon, Ältester oder Priester, das sind Begriffe, die sind nicht von Anfang an ganz fest umrissen, sondern können auch in verschiedenen Kontexten Unterschiedliches bedeuten. Und so eben auch beim Apostelbegriff, er ist von Anfang an, das sagt uns eigentlich das biblische Zeugnis, wenn wir die Bibel eben nicht bruchhaft lesen, sondern richtig lesen und dann auch das frühchristliche Zeugnis hernehmen, also die außerbiblischen Schriften, die über das Leben in der Gemeinde uns etwas sagen, sowas wie Barnabas Brief, Clemens Briefe, Didache, also solche Texte, frühchristliche Texte. Wenn man das alles gemeinsam betrachtet, dann sieht man, dass der Apostelbegriff von Anfang an auf den Zwölferkreis angewandt worden ist. Und gleichzeitig wurden aber auch andere Leute Apostel genannt. Paulus zählt sich auch zu den Aposteln. Dann natürlich eben Maria Magdalena Apostolin der Apostel oder auch andere Personen der Urgemeinde in Jerusalem sind Apostel genannt worden. Das ist gerade in den frühen Texten des Paulus beispielsweise deutlich. Aber das heißt nicht, dass das eine das andere ausschließt. Das ist zu weit von der Interpretation, Überinterpretation. Das geben die Texte nicht her. Und ähnlich ist es auch mit dem Diakonbegriff und darauf möchte man ja vor allem hinaus, weil man ja den Frauendiakonat durchsetzen möchte und versucht, dem eine theologische Grundlage, eine biblische Grundlage zu verleihen. Und das macht man, indem man sagt, ja, es werden ja auch Frauen in der Bibel, also im Neuen Testament, als Diakonos bezeichnet. Dass Diakonos zunächst einmal Diener heißt oder Dienerin, das wird dann aber eben außer Acht gelassen. Das ist ein Begriff, der einerseits schon von Anfang an in dieser Trias genannt wird, Diakonos, Presbyteros, Episkopos, also in der dreifachen Weihestufe.
und allein für sich steht. Und wir dürfen davon ausgehen, wenn wir auch den Kontext immer jeweils betrachten, dass diese Alleinstehungsbeispiele, dass dort der Begriff in seinem Wortsinn gebraucht wird, also als Diener zu übersetzen ist und nicht als Amtsbezeichnung Diakon. Auf diese Weise entkräftet man dann aber zum Beispiel, dass diese Belegstellen, dass, sagen wir mal, Phoebe wird, so sagen sie, so ist eben hier die Interpretation, Phoebe sei eine geweihte Diakonin gewesen. Sie wird als Diakonos bezeichnet, weil sie natürlich eine Dienerin ist. Und solche Leute wie Phoebe, gerade reiche Frauen, reiche Witwen auch sehr oft, haben ihre Häuser zur Verfügung gestellt. Die ersten Christen haben sich in Hausgemeinschaften organisiert. Und da musste doch sich jemand bereit erklären und Gastgeber sein. Und das waren oft diese Frauen. Die haben diese Hausgemeinschaften geleitet. Das heißt nicht, dass sie die Priester sind oder die Diakone oder Bischöfe, die hier der Liturgie vorstehen oder sowas. Ganz und gar nicht. Aber sie haben sich natürlich auch katechetisch eingebracht, haben die Menschen im Glauben unterwiesen, haben alle möglichen Dinge getan, haben ihre Charismen auch eingebracht. Also gerade Frauen waren es, die der Herr mit der Gabe der Prophetie ausgestattet hat. In der frühen Kirche haben wir sehr viele Prophetinnen. Das ist ganz klar. Aber es ist übers Knie gebrochen, wenn wir jetzt sagen, so eine Phoebe war auch eine geweihte Diakonin. Also gab es den Frauendiakonat von Anfang an. So geht es dann nämlich auch weiter, dass dann zum Beispiel historische Quellen außerhalb der Bibel oder dann nachbiblische Quellen in dieser Hinsicht interpretiert werden. Dabei wird ganz oft ein kleiner begrifflicher Unterschied also ignoriert. Und zwar, es gibt den Begriff Diakonin und Diakonisse. Diakonissa war ein Amt, das sich erst im Laufe der Kirchengeschichte entwickelt hat, weil sich gezeigt hat, dass man gerade in der Zeit, als es noch Ganzkörpertaufen, man brauchte also Frauen, die den Frauen halfen bei der Ganzkörpertaufe, ne, dass es dann eben nicht Probleme gab. Oder auch die Versorgung der Witwen und so, dass man da immer auch Frauen hatte, die sich um die Frauen kümmerten. Und so hat sich dann dieses Amt, das nicht sakramental war, nicht sakramental, es hat nichts mit dem dreistufigen Ordo zu tun. Also es hat sich so ein Amt entwickelt. Und das ist dann mit der Zeit dann irgendwann im Sande verlaufen, weil sich die Taufpraxis geändert hat und andere Umstände einfach geändert haben. Und deshalb wurde dieses Amt überflüssig und ist dann verschwunden. Also das waren Diakonissen. Diakonissa wurden auch die Frauen der Diakone genannt. Also die Frau, die Diakonfrau. Wurde auch Diakonissa gesagt, nicht Diakonin. Diakonin steht dann irgendwo. Das ist wichtig zu unterscheiden, um zu erkennen, dass es sich hier nicht um ein geweihtes Amt handelt. Also um eine Form dieser sakramentalen Weihe. Und Diakonissa ist auch ein Begriff, der verwendet worden ist irgendwann für die Äbtissinnen. Das hat auch nichts mit einer geweihten, mit einer sakramentalen Weihe zu tun. Wenn dann zum Beispiel so Leute hier erwähnt werden in der Kirchengeschichte, die heilige Olympia von Konstantinopel, glaube ich, Kellerina Romana und Pelagia von Antiochien oder Radegundis, die Ehefrau des fränkischen Königs Clotar, wird auch genannt. Und das wird gesagt, da steht Diakona im Lateinischen, also das sind geweihte Diakone, Diakoninnen. Das ist eben die falsche Interpretation, weil wenn man genau hinschaut, sieht man, das sind keine Beispiele, die sich eignen, um eine sakramentale Weihe zu legitimieren. Interessant auch, und das fand ich besonders perfide, ehrlich gesagt, ich war echt schockiert, dass die den Mumm haben, sowas in einen Text reinzuschreiben. Und zwar wird gesagt, auch in den Konzilstexten der ersten ökumenischen Konzilien habe es Diakoninnen gegeben oder der Begriff ist da schon belegt. Das ist halt wichtig, dass man solche Beispiele anbringt, also Schrift, Tradition und Lehramt. Und das ist natürlich ein lehramtliches Beispiel. Das hat höchste Relevanz, wenn man so ein Beispiel bringt, ne? Nur das Problem ist, ich habe mich auf die Suche begeben, ich habe es auf Deutsch nicht gefunden, aber also Sie kennen bestimmt den Danziger Hühnermann, dieses dicke, fette Buch mit allen Konzilstexten, mit allen lehramtlichen Kundgebungen, die es gibt, der ganzen Kirchengeschichte hindurch.
Und da gibt es nur Ausschnitte aus den Kanones vom Konzil von Nicea. Da musste ich halt im Internet suchen, habe auf Englisch das gefunden. Und interessant ist, im Konzil von Nicea, was sie eben sagen, im 19. Kanon, würde der Begriff der Diakonen belegt. Das stimmt, aber es betrifft eine Sekte, nämlich die Sekte des Paul von Samosata. Da gab es wohl Diakoninnen und diese Sekte ist sowas von nicht christlich, dass Menschen, die sich bekehren zum Glauben, zum christlichen Glauben, neu getauft werden müssen. Also nicht mal die Taufe wird anerkannt von diesen Paulinianern oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie die genannt werden, die Anhänger des Paul von Samosata. Also dort heißt es im Text, auch bei ihren Diakoninnen oder Diakonissen, das Problem ist, da steht im Englischen Deaconess. Und ich weiß nicht, ob im Englischen nur ein Begriff für beide gebraucht wird. Ich will hier jetzt keine Engführung durch eine falsche Interpretation bei der Übersetzung vornehmen. Deshalb sage ich einfach, auch bei ihren Deaconesses, ne, das englische Wort, und allgemein bei denen, die in den Klerus aufgenommen worden sind, soll die gleiche Form eingehalten werden. Und unter Deaconesses verstehen wir solche, die den Habit angenommen haben, die aber, da sie keine Handauflegung haben, nur zu den Laien gezählt werden sollen. Und es wird auch gesagt, im Konzil von Chalcedon sei das erwähnt worden und da wird sogar gesagt, was das Mindestalter von Diakoninnen sei. Wir müssen aber auch hier bedenken, dass das wahrscheinlich eine Überinterpretation ist und es hier um dieses eine Amt geht, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, das nicht-sakramentale Diakonissenamt. Dort heißt es im Englischen, eine Frau soll nicht unter 40 Jahren die Handauflegung als Diakonin empfangen und dann nur nach gründlicher Prüfung, ich habe jetzt wieder den englischen Text hier übersetzt, also Diakonin, Diakonissa, das ist wieder nicht klar, weil im Englischen Deaconess steht. Also wie gesagt, hier werden Texte meines Erachtens viel zu sehr interpretiert in eine bestimmte Richtung und man muss die Texte ja abgleichen mit anderen Quellen jener Zeit und da zeichnet sich eigentlich ein Bild ab, das eher in die Richtung nicht-sakramentales Diakonissenamt geht. Es wird auch in einem größeren Abschnitt auf die Orthodoxie verwiesen, dass es da ja ein Amt gibt, Diakonen, Frauendiakonenamt, und dass das ja auch, dass es da jetzt auch schon längst Bestrebungen gibt, das wieder aufleben zu lassen, dass sogar schon eine im Kongo eine Missionsdiakonin im Jahre 2017 geweiht worden sei. Und auch hier muss man sagen, handelt es sich wohl um das nicht-sakramentale Amt der Diakonissa. Das kann ich mir vorstellen. Das Problem ist, ich habe diese Texte, die hier teilweise genannt werden, nicht vorliegen. Deshalb kann ich das nicht definitiv sagen, weil ich die nicht schwarz auf weiß vorliegen habe. Aber hier ist ja die Rede davon, dass das ein nicht-sakramentales Amt ist, das im Mittelalter überflüssig wurde. Also wir können eigentlich davon ausgehen, dass es hier dieses Diakonissa-Amt meint. Und da stellt man sich dann aber die Frage, brauchen wir so ein Amt in unserer Zeit? Also wenn es dieses Diakonissa-Amt ist, das ist sowieso uninteressant für den synodalen Weg, der eben Frauenweihe und so weiter durchsetzen möchte, weil es eben ausgeschlossen ist. Es hat nichts mit der untersten sakramentalen Weihestufe zu tun. Und wenn es um die Dienste geht, die eine Diakonissa übernehmen kann, dann fragt man sich, ist das nicht schon abgedeckt durch andere Berufsfelder, die wir heutzutage haben, die es damals nicht gab? Und dann heißt es hier, angesichts dieser Herausforderung stellt sich die Frage, warum Bischöfe nicht alle dargebotenen Möglichkeiten ergreifen, auch Frauen, die fachlich geprüfte Expertisen erworben haben und dazu bereit sind, das Evangelium im kirchlichen Auftrag zu verkündigen, gleichberechtigt mit Männern, mit dem Dienst der Verkündigung des Evangeliums zu beauftragen. Da frage ich mich, ich verstehe das nicht so ganz. Ich verstehe das nicht so ganz. Frauen sind doch schon längst damit beauftragt, das Evangelium zu verkünden. Sie sind im Verkündigungsdienst genauso drin wie Männer. Es gibt nur eine einzige Situation, in der Frauen nicht predigen dürfen. Und zwar dürfen sie nicht die Homilie in der Heiligen Messe übernehmen, weil diese gebunden ist an die Weihe. Das ist das Einzige, wo sie das nicht dürfen.
Und sonst dürfen sie dürfen ja auch in anderen gottesdienstlichen Kontexten predigen, in Wortgottesdiensten oder so. Es geht nur um die Eucharistie. Und daraus dann eben jetzt einen Strick zu drehen und zu sagen, also, wir sind nicht gleichberechtigt, weil sie 1% nicht dürfen, was eine ganz geringe Minderheit von Männern darf. Die meisten Männer dürfen auch nicht predigen in der Messe. Verstehen Sie, das ist eigentlich unverhältnismäßig, wie das hier formuliert wird. Und noch eine Sache, diese Homilie ist nicht gebunden oder hängt nicht davon ab, wer die besten Kompetenzen mitbringt. Natürlich ist es wichtig, dass man auch lernt, wie man eine Predigt gestaltet, wie man sie vorbereitet und wie man sie hält. Aber das Ausschlaggebende, warum jemand die Homilie in der Messe übernehmen darf, sind nicht normale irdische Kompetenzen, menschliche Kompetenzen, sondern eine Vollmacht, die gegeben ist mit der Weihe. Und dann geht es natürlich weiter so mit Zurückweisungen und Problematisierungen von Schrifttexten oder ihrer Auslegung. Es wird zum Beispiel auch zurückgewiesen, was in den Texten Inter in Seniores und in Ordinatio Sacerdotalis vorgenommen wird, nämlich diese Argumentationsfigur, dass man erstens von der Schöpfung her, schöpfungstheologisch, und das dann eben angewandt auf ekklesiologische Aspekte hin, dass man dieses Argumentationsmuster verwendet, dass man sagt, Gott ist der Bräutigam, die Kirche ist die Braut, ausgehend von dem, was schon im Alten Testament der Fall ist. Und das wiederum ist ja auch analog zur Ehe zu sehen, der Mann als das Haupt, die Frau als der Leib. Dass Christus als Gott Mann wird und die Kirche weiblich gesehen wird und deshalb auch die in seiner Person alles tun, also die Geweihten, auch Männer sein müssen. Also ist jetzt ein bisschen blöd zusammengefasst, Sie verstehen, was ich meine. Dieses Argumentationsmuster wird immer wieder zurückgewiesen, auch wiederum, und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin meinte, dass man mithilfe von gesellschaftlichen Kontextualisierungen solche Argumente zu relativieren versucht. Man sagt, diese Brautmotivik ist ja ein Aspekt, der entstanden ist in einer Zeit, als das Volk Israel den Monotheismus lernen musste. Das sind die äußeren Umstände, weshalb Gott sich als Bräutigam bezeichnet hat und Israel als Braut, und sie soll eben treu sein und nicht anderen Männern hinterherlaufen, also andere Religionen und so, anderen Göttern. Und diese Umstände sind ja jetzt nicht mehr gegeben und deshalb brauchen wir dieses Brautmotiv nicht mehr auf die Kirche anzuwenden. Ist ja schon längst klar, was Monotheismus ist. Wir haben andere gesellschaftliche Umstände. Das ist zu oberflächlich gedacht, denn Jesus selbst greift diese Brautmotivik auf. Es gibt nichts, wovon er so oft spricht wie von der Hochzeit. Und immer wieder versteht er sich selbst als Bräutigam, der diese Hochzeit einläutet. Und das in einer Zeit, als der Monotheismus schon längst selbstverständlich geworden ist. Also es hat nichts damit zu tun. Außerdem ist es viel mehr zurückzuführen auf die Bundesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und Bundesbeziehung geht über die gesellschaftlichen und historischen Epochen hinaus. Es ist etwas Überzeitliches. Deshalb greift es Jesus ja auch auf. Und deshalb ist es auch für uns immer noch relevant, weil wir in einem steten Bund mit Gott leben. Wir gehören zu seiner Familie. Es ist eine Bundesfamilie. Und deshalb ist das immer noch relevant. Besonders, wo ich auch schockiert war, war bei dieser Aussage, wer in diesem theologischen Zusammenhang das unbestrittene biologische Geschlecht Jesu als Mann als von Bedeutung betrachtet, läuft Gefahr, die Erlösung der Frau durch Gott in Frage zu stellen, da nur erlöst ist, wen Gott seiner menschlichen Natur nach angenommen hat. What? In der Hinsicht müsste man ja, also da wird irgendwie dieses Prinzip, Jesus musste alles durchmachen, was dann die Menschheit durchmacht, um alles das erlösen zu können, irgendwie verzerrt. Denn Jesus ist ja auch als Jude Mensch geworden. Heißt das jetzt, dass nur die Juden erlöst werden? Nein, auch die Heiden. Von daher, da wird etwas überzogen, was so gar nicht gemeint ist. Und wir müssen bedenken, Jesus ist in erster Linie der Menschensohn, der Sohn des Menschen, also Nachkomme Adams, und macht wieder gut, was Adam eingebrockt hat, der ganzen Menschheit.
Und dann eben diese Eigenschaft als Bräutigam. Und dann, ich muss ein bisschen mehr springen. Dann kommt ein größerer Abschnitt, wo zum Beispiel das Zweite Vatikanische Konzil gegen die bisherige Lehre gelesen wird, also mit einer Hermeneutik des Bruchs, so wie man das immer wieder kennt aus der liberalen Theologie. Und dann eben gerade sowas wie Lumen Gentium gelesen wird in einer bestimmten Richtung, dass eben gesagt wird, dass das Konzil ein neues Priesterbild und ein neues Kirchenbild gebracht hat. Das, was Lumen Gentium wieder in Erinnerung ruft, ist ein Verständnis von Kirche als eine Gemeinschaft von Jüngern, die gesandt sind. Und natürlich ist dann auch der Laienapostolat zu stärken, also dass jeder eine Sendung hat und in seinem Lebensstand eine bestimmte spezifische Berufung bekommt von Gott und auch dafür bestimmte Charismen. Aber das kann man jetzt nicht nehmen und sagen, und deshalb ist die wichtigste Aufgabe des Priesters nicht mehr, die Eucharistie zu feiern, das Messopfer und dieser kultische Aspekt ist ja jetzt weggefallen. Das ist überstrapaziert. Das gibt die Texte des Synodalen Weges, des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht her, gerade nicht Lumen Gentium 18. Und wenn dann auch gesagt wird, es gibt ja verschiedene Ministeria und deshalb muss man eigentlich in persona Christi weiterfassen. Es wird also dass ein Priester in persona Christi handelt, weitergefasst. Also es wird ausgeweitet auch auf die Laien, die mit ihren Diensten zum Beispiel, wenn sie sich barmherzig also Bedürftigen zuwenden, dann tun sie das in persona Christi. Das ist natürlich eine sehr gewagte These, denn wir tun alles im Namen der Kirche und in diesem Weihegebet es ja so ist, dass Priester oder also der Geweihte in allen drei Stufen ganz innig mit Christus verbunden wird, so sehr wie kein anderer Gläubiger. Also es ist schon ein kategorialer Unterschied und man kann nicht einfach mit einer eigenwilligen Lesung, also Lektüre von Lumen Gentium in persona Christi plötzlich auch auf die Laien anwenden und deshalb sagen, wir lassen mal diese Binarität verschwinden zwischen Klerus und Laien. Das gibt auch das Konzil nicht her. Und dann wird das immer wieder so getan, auch in anderen Punkten. Wenn dann gesagt wird, wir haben eine Erneuerung der Amts- und Sakramententheologie im Zweiten Vatikanischen Konzil. Das Problem ist, dem liegt zugrunde, dass man meint, dass ein Konzil, ein ökumenisches Konzil, plötzlich das Gegenteil von dem formulieren kann, was bisher galt. Das kann man vom Zweiten Vatikanischen Konzil ja gar nicht erwarten. Ich meine, natürlich ist Tradition ein dynamischer Begriff. Es ist nichts Statisches, sondern etwas Dynamisches. Und zwar nicht in der Hinsicht, dass heute das eine gilt und morgen das Gegenteil, sondern wir sind in einem Lernprozess. Das heißt, die volle Offenbarung, die voll abgeschlossene Offenbarung Jesu Christi, müssen wir nach und nach in der Tiefe verstehen. Und je mehr Erkenntnis wir erlangen im Laufe der Kirchengeschichte, können wir das, was schon erkannt worden ist, besser differenzieren. Aber wir können nicht plötzlich das Gegenteil von dem haben, was vorher war. Das widerspräche dem Heiligen Geist, der in uns ja wirkt und der uns hilft, diese Dinge tiefer zu verstehen, der die Kirche leitet und der die Kirche führt. Von daher darf man natürlich auch den Traditionsbegriff nicht so überstrapazieren. Also kann auch ein Konzil nicht die gesamte Weihetheologie, die bisher galt, 2000 Jahre galt, auf den Kopf stellen. Ich lasse es mal mit diesem Text, weil ich einfach schon wieder viel zu ausführlich bin in diesem Punkt. Aber es ist einfach so viel dazu zu sagen. Ausgehend von diesem Grundtext versteht man dann auch, was die Handlungstexte mit sich bringen. Ein Handlungstext heißt Diakonat der Frau. Und da gibt es einige Dinge, die ich also sagen kann. Wie gesagt, hier wird immer wieder über einen Kamm geschert, der Begriff Diakonin und Diakonissa. Und deshalb wird einfach die ganze Traditionsgeschichte in diesem Fall in eine bestimmte Richtung interpretiert. Was mich besonders schockiert hat wiederum, war, dass man
große Frauen der Kirchengeschichte wie Edith Stein instrumentalisiert. Ich möchte Ihnen das an folgendem zeigen, an folgendem Beispiel. Hier wird Edith Stein zitiert. Sie sagt: Die neueste Zeit zeigt einen Wandel durch das starke Verlangen nach weiblichen Kräften für kirchlich-karitative Arbeit und Seelsorgehilfe. Von weiblicher Seite regen sich Bestrebungen, dieser Bestätigung wieder den Charakter eines geweihten kirchlichen Amtes zu geben, und es mag wohl sein, dass diesem Verlangen eines Tages Gehör gegeben wird. Ob das dann der erste Schritt auf einem Wege wäre, der schließlich zum Priestertum der Frau führte, ist die Frage. Dogmatisch scheint mir nichts im Wege zu stehen, was es der Kirche verbieten könnte, eine solche bislang unerhörte Neuerung durchzuführen. Punkt, Punkt, Punkt. Und es endet das Zitat. Dann erklärt sie aber das Eigentliche, worauf sie hinaus will. Und sie spricht sich dagegen aus. Das wird hier aber nicht mehr gesagt. So wird suggeriert, dass Edith Stein für Frauenweihe sei. Ist sie aber nicht. Ich habe nämlich genau dieses Zitat neulich gelesen, als ich einen anderen Text gelesen habe. Und da habe ich das gesamte Zitat, den gesamten Abschnitt, den sie da zusammenfasst, gelesen. Und sie spricht sich ganz klar dagegen aus. Es wird hier aber so dargestellt, dass sie dafür sei. Und die arme Edith Stein wird hier hergehalten für diese Bestrebungen. Dann wird gesagt, dass in vielen Orten in der Kirche, in der Welt, Frauen bereits pastorale Dienste erfüllen, die dem eines Diakonissenamt, also dem Diakonamt entsprechen, also des geweihten männlichen Diakons. Warum also nicht öffnen auch für die Frauen? Und dann behauptet der Text, diakonisches Handeln und sakramentale Weihe seien nicht voneinander zu trennen. Und da frage ich mich dann, wow! Was ist das für eine weihefixierte Aussage? Ich dachte, wir sollen weg von dieser Binarität zwischen Klerus und Laien. Das ist doch Klerikalismus, sagt ein anderer Text. Also müsste man doch eigentlich den Laienapostolat stärken und nicht sakramentale Dienste ausbauen. Warum dann wieder auf die Weihe pochen? Und so geht es dann weiter. Es gibt dann Folgefehler, ne, dass man eben beides über einen Kamm schert. Den geweihten Diakon und das Diakonisseramt, das es in der frühen Kirche gab. Warum man das dann auch heutzutage, also warum das heutzutage auch Sinn ergeben würde. Und dass es das ja auch schon in der frühen Kirche gab, bis ins 11. Jahrhundert, in der Ostkirche, bis in die spätbyzantinische Zeit. Das Problem ist eben, wie gesagt, die Interpretation des historischen Befundes in Richtung, das ist ein geweihtes Diakonamt, was es aber nicht ist, auch bei den Äbtissinnen nicht, die dann immer wieder genannt werden als Beispiel. Dann wird versucht, über die Schiene des ständigen Diakonats die Frauenweihe zu ermöglichen, weil Benedikt 2009 in seinem Motto Proprio geschrieben hat, wie dann die Weihestufe des Diakonats nochmal anders ist als die anderen zwei Weihestufen. Er macht das aber nicht, und das wird ihm hier natürlich irgendwo dann unterstellt, dass er quasi einen Graben zwischen Diakonat und den anderen Weihestufen eingeführt habe, und deshalb könne man das mehr ausschlachten mit dem Diakonat, auch für die Frauen. Aber es ist ja trotzdem eine Einheit des Ordo, und das bestreitet natürlich auch Benedikt nicht. Und dann ist hier noch etwas, das ich total paradox fand, und zwar: Die Auseinandersetzung mit dem Frauendiakonat bietet die Chance für einen grundsätzlichen Reflexionsprozess auf die amtliche Struktur der Kirche. Ein diakonisches Amt kann zu der Entklerikalisierung beitragen, von der Papst Franziskus mehrfach gesprochen hat. Ich finde das total widersprüchlich, weil, also es wäre doch eigentlich entklerikalisierend, wenn man die Laiendienste mehr stärken würde und ausbauen würde. Und Papst Franziskus macht das, indem er zum Beispiel auch das Amt des Katechisten eingeführt hat oder wieder aufleben lassen ließ. Also das wäre Entklerikalisierung und nicht, indem man jetzt noch eine Form von geweihtem Amt einführt. Der Handlungstext Frauen in sakramentalen Amt, da wird dann wiederum der Vorwurf der Kirche gemacht, wenn sie die Frauen, die sich zum Priestertum berufen fühlen oder zum Diakonat, also zum sakramentalen Amt berufen fühlen, sich an Gott, vor Gott versündigt, weil man ihre Charismen nicht wertschätzen würde, die sie ja von Gott bekommen haben. Und die hat er ihnen ja gegeben, weil das von Gott gewollt ist, dass sie Priester oder Diakon werden.
Erstens ist da wieder die Frage der Berufung. Man fühlt sich berufen, ist man aber auch berufen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Zweitens, wieder diese Charismenschiene. Charismen muss man nicht ausschließlich im geweihten Leben. Im geweihten Leben, das klingt so nach Ordensleben. Ich meine damit als Priester oder Diakon erfüllen, ausleben. Sondern Charismen kann jeder Getaufte in jedem Lebensstand ausleben und muss sie auch ausfalten. Ich finde immer interessant, wenn sowas gesagt wird wie, es gibt theologische Erkenntnisse, also in Theologie und Forschung gibt es ganz tolle Erkenntnisse und dann gibt es das Lehramt. Und das wird immer gegeneinander ausgespielt oder gesagt, was für eine Diskrepanz zwischen dem besteht. Dann frage ich mich immer, was denken die, was für Leute das Lehramt bilden? Wer sitzt in der Kongregation für die Glaubenslehre? Wie sieht's aus mit den Bischöfen auf der ganzen Welt, dem Papst? Das sind doch ausgebildete Theologen. Das sind Leute, die teilweise auch in der Forschung sind. Warum werden sie immer wie die Ungebildeten, am besten Analphabeten, dargestellt? Da sitzen überall Theologen. Dann natürlich ein Thema, das immer wieder kommt, ist der Sensus Fidei Fidelium oder Sensus Fidelium. Es ist so, dass die Gesamtheit der Gläubigen nicht irren kann, heißt es. Im Zweiten Vatikanischen Konzil ist eben diese Form von Infallibilität, wie heißt es auf Deutsch? Unfehlbarkeit stark gemacht worden. Also dass zusätzlich zu der Unfehlbarkeit des Papstes in Ex-Kathedra-Situationen und die Gesamtheit der Bischöfe nicht irren kann, sondern auch die Gesamtheit der Gläubigen. Und deshalb eben dieser Sensus Fidelium. Und das wird eben immer wieder, darauf wird immer wieder gepocht, wenn man dann zum Beispiel sagt, das Sensus Fidelium kann nach Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht irren. Und das bedeutet jetzt also, wenn es eine Kontroverse gibt und das Lehramt hat irgendein Thema, legt ein Thema vor, zum Beispiel irgendeine Moral, und die ganze Welt hält sich nicht dran, also die ganzen Gläubigen auf der ganzen Welt halten sich nicht dran, also haben die Gläubigen Recht und dann muss man eben diese Moral ändern. So zum Beispiel, in diese Richtung geht eben immer wieder die Logik. Interessant ist aber, es wird natürlich nicht gesagt, wann überhaupt das Sensus Fidelium gegeben ist, und das ist ja nicht einfach immer gegeben. Und wenn die Mehrheit, also zum Beispiel jetzt in unseren Breitengraden, ganz, ganz wenig Menschen überhaupt noch zur Beichte gehen, gar nicht mehr im Stand der Gnade sind, schauen Sie sich mal den Prozentsatz der Gottesdienstbesucher an. Wenn man nicht jeden Sonntag zur Kirche geht und also einmal nur fernbleibt, ohne gerechtfertigten Grund, hat man eine Todsünde begangen. Man ist nicht mehr im Stand der Gnade. Man hat einen Sensus Fidei gar nicht mehr. Und wie viele Menschen betrifft das? Na gut, viele Menschen wissen das nicht mal, ne? Und da ist auch nochmal die Frage, ist Todsünde, die Todsünde ist natürlich nur gegeben, auch im vollen Wissen und so, aber wir können hier nicht vom Sensus Fidei Fideium sprechen, automatisch, nur weil Menschen getauft und gefirmt sind. Und ganz viele Gläubige sind ja nicht mal gefirmt. Also nur weil die Menschen nicht mehr nach einer bestimmten Moral leben, die die Kirche vorlegt, heißt es nicht automatisch, dass das ein Indiz ist und ein rechtfertigender Grund, eine Rechtfertigung dafür, die Lehre zu ändern. Ich gehe mal noch weiter, und zwar in die Handlungstexte. Es gibt 4 Handlungstexte zum Leben in gelingenden Beziehungen. Zunächst einmal das Thema Grundordnung des kirchlichen Dienstes und das ganze Thema vierte Synodalforum vernachlässige ich dieses Mal ziemlich, weil es schon Grundtexte dazu gab in den letzten Jahren, und da habe ich schon lang und breit drüber gesprochen. Ich habe dem sogar ein eigenes Video gewidmet, dem 4. Synodalforum, weil es so viel zu sagen gab. Deshalb hier jetzt nur einige abschließende Bemerkungen zu den 4 Handlungstexten. In der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse wird dagegen die Frage der Glaubwürdigkeit der Kirche auf Loyalitätsobliegenheiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eng geführt, bei denen eine Überbetonung von Fragen der privaten Lebensführung und darin eine Fixierung auf die Sexualität festzustellen ist. Es wird hier also kritisiert, dass die Kirche sagt, wenn die Menschen zum Beispiel in wilder Ehe leben, aber gleichzeitig kirchliche Mitarbeiter sind, geht das nicht beisammen, und deshalb werden die dann gekündigt. Das wird hier kritisiert und das möchte man endlich abschaffen, also dass die Mitarbeiter leben dürfen, so wie sie wollen.
und dass das eben eine Engführung sei. Wir müssen bedenken, die Kirche ist kein Voyeur. Die Kirche ist kein Voyeur, wenn sie das eben erwartet, dass man eben eine bestimmte Lebensführung hat nach den Geboten Gottes. Es liegt einfach daran, dass die Kirche eben keine, und das ist interessant, ich fand das mega widersprüchlich im Gegensatz zu all dem, was in anderen Texten steht. Die Kirche ist nicht einfach eine Institution wie eine alle anderen Institutionen. Die Kirche bietet nicht einfach Arbeitsplätze, dass Menschen einfach einen Job nachgehen und das ist halt nur ein Job und dann kann man eben dementsprechend, man hat ein eigenes Privatleben und das Privatleben ist unabhängig vom Job zu sehen, so wie es in anderen Institutionen der Fall ist, sondern die Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen, eine Gemeinschaft von Jüngern, die eine bestimmte Sendung haben. Wir sind alle berufen durch die Taufe zur Heiligkeit. Und wenn man in der Kirche arbeitet, dann ist man auf besondere Weise Zeuge. Man legt Zeugnis ab für Christus auf eine so intensive Weise, dass am eigenen Leben abzulesen sein muss, diese Botschaft Jesu Christi. Und deshalb darf die Kirche erwarten, dass die kirchlichen Mitarbeiter ein bestimmtes Leben führen, und zwar ein Leben nach den Geboten Gottes. Sonst ist man unglaubwürdig. Das ist die eigentliche Glaubwürdigkeit. Und das ist etwas, das mir so im Herzen wehtut, wenn das nicht begriffen wird. Die Kirche ist nicht voyeuristisch, wenn sie sagt, ich muss aber gucken, wie du da hinter verschlossenen Türen lebst. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass es nun mal die 10 Gebote gibt und die sind immer noch nach wie vor gültig. Jesus hat gerade in diesem ganzen Bereich des 6. und 9. Gebotes so viel gesagt und ist da so radikal, er hat das sogar noch radikalisiert, bis ins Innerste, bis in die Herzenshaltung hinein. Und deshalb erwartet die Kirche ein bestimmtes Verhalten. Vor allem gibt es so viele Dienste, die Mitarbeiter der Kirche mit jungen, heranwachsenden Christen zu tun haben. Wie sollen sie Zeuge sein für das Evangelium, wenn sie ein ganz anderes Leben führen? Wie sollen gerade Heranwachsende in diesen Bereichen erzogen werden, wenn ihre Katecheten, wenn ihre, wer auch immer da eben tätig ist, ein ganz anderes Leben führen? Das ist unglaubwürdig. Also es geht ganz viel um Zeugnis ablegen. Und weil die Kirche eine übernatürliche Gemeinschaft ist, hat sie diesen Anspruch. Und das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, wie es hier natürlich immer wieder dann gesagt wird. Menschen, die nicht nach den Geboten Gottes leben wollen, fühlen sich diskriminiert, weil ihre Lebensart nicht anerkannt wird. Es geht nicht um Toleranz, es geht um Akzeptanz. Und weil es nicht akzeptiert wird, weil es nicht akzeptiert werden kann, weil es gegen die Gebote Gottes verstößt, deshalb fühlen sie sich diskriminiert. Und hier steckt auch ein falsches Barmherzigkeitsverständnis dahinter. Barmherzigkeit bedeutet nicht, dass man beide Augen zudrückt und die Menschen leben lässt, wie man will. Jesus ist vollkommen barmherzig. Er ist die Barmherzigkeit in Person. Aber was hat er getan? Er hat den Menschen ihre Sünde immer wieder mit ganz viel Fingerspitzengefühl, aber immer wieder ihnen ihre Sünde vorgehalten. Er hat ihnen die Wahrheit ins Gesicht gesagt. Und als er mit ihnen fertig war, waren sie Bekehrte. Und er sagte zu ihnen, geh und sündige von nun an nicht mehr. Barmherzigkeit Gottes wird wirksam, wo Menschen reumütig sind und von ihren Sünden abkehren. Da wird Gottes Barmherzigkeit wirksam. Die Frage ist hier natürlich immer, welchen Wert messen wir oder welche Bedeutung messen wir der kirchlichen Sexualmoral zu. Wenn sie nichts mehr gilt, weil gesagt wird, die ist überholt und wir müssen sie anpassen, dann ist auch klar, warum man dann daraus eben solche Konsequenzen zieht wie hier. Und dann zu sagen, mit der geltenden Grundordnung jedoch steht die Kirche als Arbeitgeberin dem Zeugnis der Liebe Gottes zu allen Menschen im Weg, dann ist es meines Erachtens die Frage, dann steht für mich die Frage im Raum, was ist für euch Liebe? Was ist für euch Liebe? Liebe ist nach biblischem Zeugnis Gottes Gebote zu halten. Das ist Johannäisch. Das ist die Definition von Liebe nach Johannes. Ich gehe mal noch schnell weiter. Lehramtliche Aussagen zu ehelicher Liebe. Da geht es dann in Richtung, dass man dem Papst vorlegen soll, dass er dann Katechismus ändern soll in Fragen der Fruchtbarkeit und der Empfängnisregelung.
Und da wird dann natürlich gegen NER geschossen. Das wird in eine Linie mit künstlicher Verhütung genannt. Und interessant, dass dann auch das Thema, also Ehe, neue Grundsätze bekommt. Der Ehebegriff wird neu definiert. Da kommen dann plötzlich so Begriffe wie Selbstbestimmung rein. Steht weder im Katechismus noch im Kirchenrecht, aber die Selbstbestimmung ist plötzlich drin. Und auch noch weitere Dinge. Also es wird hier auf jeden Fall eine Neudefinition vorgenommen und von der ausgehend dann andere Schlussfolgerungen gezogen. Und vor allem interessant, dass das immer auf Linie des Konzils getan wird. Und ich frage mich, wo steht im Konzil, dass das so sein soll? Weil gerade NER, die natürliche Empfängnisregelung, ist ein Thema, das Paul VI. Ja angegangen ist. Und das hat er ja auch in Humanae Vitae dann geschrieben. Später dann, gut, das kam nach dem Konzil. Aber das ist natürlich schon alles, es hat ja schon einen Vorlauf. Es wird dann gesagt, auch die freie und verantwortete Auswahl der Methode zur Familienplanung muss nicht zu einer grundsätzlichen Ablehnung von Zeugung und Empfängnis führen. Das Problem ist aber, die Haltung ist keine offene Haltung mehr. Und deshalb ist es natürlich auch Wortwischerei, Augenwischerei, wenn man von freier und verantworteter Auswahl der Methode spricht. Es geht nicht darum, dass es eine Methode zur Familienplanung ist, ne? Und es macht einen kategorialen Unterschied, NER oder künstliche Verhütung. Bei dem einen lebt man ja seine Sexualität aus, egal und also unabhängig von irgendwelchen Fruchtbarkeitsphasen. Beim anderen lebt man ja enthaltsam. Das ist ja ein Weg der Keuschheit. Das ist was komplett anderes. Auch, dass man immer wieder dann dieser Moral der Kirche vorwirft, dass sie sehr einengend ist, in dem Sinne, dass sie sich so fixiert auf das Biologische und Genitale. Und das ist natürlich auch Quatsch. Also, wenn man sich mit NER einmal beschäftigt, dann versteht man, dass es umfassend ist. Es hat was mit Dynamik, Paardynamik zu tun, mit psychologischen Aspekten, mit Aspekten der Zärtlichkeit. Es ist viel, viel mehr als nur den ehelichen Akt betreffend. Von daher frage ich mich manchmal bei solchen Sachen, haben die sich schon mal irgendwann mit NER befasst? Auch dass es dann natürlich suggeriert wird, dass das sehr unsicher sei, und dabei ist es überhaupt gar nicht so, sondern bei richtiger Anwendung mindestens so sicher wie die künstlichen Verhütungsmittel. Also das ist überhaupt gar kein Argument, das man hier anführen kann, und dass man dann irgendwelche Horrorszenarien hier schildert, weshalb NER also überhaupt nicht in Frage kommt. Die Frage ist, warum kann man schon mit 13 den armen Mädchen die Pille verschreiben, dass sie gar nicht erst lernen, sich mit sich positiv auseinanderzusetzen, ihnen aber nicht beibringen kann, natürliche Prozesse an sich wahrzunehmen und ein positives Verhältnis zur eigenen Weiblichkeit zu entwickeln. Also das kann man ja Mädchen, je nachdem natürlich nach und nach, ne, im heranwachsenden Alter, altersgerecht Stück für Stück beibringen, so wie das an vielen Orten schon gemacht wird. Und dann gibt es noch einen Handlungstext zur lehramtlichen Neubewertung der Homosexualität und dieser Segensfeiern für Paare, die sich lieben, wie es heißt. Und ja, das ist natürlich ein heikles Thema, das erste, was ich jetzt genannt habe. Das sind zwei Handlungstexte, dazu müsste ich eigentlich noch sehr viel auch sagen. Das Problem ist, ich bin einfach jetzt schon wieder, es ist einfach schon wieder viel zu lang, dieses Video. Und zu diesen Themen habe ich schon sehr viele Videos gemacht. Und Sie wissen, was ich zu diesen Themen auch schon sage. Wie hier zum Beispiel Homosexualität erklärt wird, dass es Veranlagung sei, wird zwar so nicht mehr gesagt, beziehungsweise nur noch implizit. Es wird da ein bisschen zurückgerudert. Aber es wird auch sowas gesagt wie, es ist etwas, was festgeschrieben ist, etwas, das konstant ist, was stabil ist und sich nicht ändert. Was natürlich nicht den Statistiken entspricht. Denn viele Menschen, die leben nicht zeitlebens homosexuell und leben also das auch aus oder haben diese Neigung an sich oder spüren diese Neigung an sich, sondern das wandelt sich im Laufe ihres Lebens. Und es gibt nur eine ganz, ganz geringe Anzahl von Menschen, bei denen das stabil ein Leben lang anhält. Abgesehen davon, das geben Statistiken und wissenschaftliche Forschungen her. Also es zeichnet sich da eigentlich ein ganz anderes Bild. Es betrifft also ganz, ganz wenige Menschen überhaupt, auch mit den Segensfeiern. Es wird dann die Änderung des Katechismus zu dem Thema beantragt. Wie gesagt, das ist alles auch schon so. Und es wird auch interessanterweise diese Neudefinition von Ehe, die ich vorhin meinte, mit Thema Selbstbestimmung und so, angewandt jetzt auch auf die Homosexualität, auf andere Formen von Partnerschaft.
und deshalb auch gesagt, das ist alles gleichwertig. Und dann noch vielleicht einen ganz kleinen Hinweis noch zu den Segensfeiern für Paare, die sich lieben. Ich habe dazu so ausführlich Stellung bezogen, als im letzten Jahr diese Liebe gewinnt Sache gerade in Deutschland Thema war, als dann das Responsum ad dubium kam. Deshalb will ich jetzt nicht dazu noch so viel machen. Ich sehe nämlich, das Video ist schon wieder viel zu lang. Und zwar heißt es hier, Gegenstand dieses Beschlusses ist eine Segensfeier. Diese Feier unterscheidet sich von einer Trauung. Liturgische Möglichkeiten zur Vermeidung einer Analogie zur Ehe sind ausreichend vorhanden. Also es wird da dann beantragt, dass man ein neues, also ein Formular, liturgisches Formular erarbeitet, wie so eine liturgische Feier aussehen soll. Und dann gesagt, es gibt genug Potenzial, dass man das eben so nach außen hin kommuniziert, dass man sieht, dass es keine Ehe ist, dass es nicht gleichzusetzen ist. Das Problem ist, ich kann solche Aussagen irgendwie nicht ganz glauben, wenn ich dann höre auf der letzten Vollversammlung, wie da bestimmte Verbandskatholiken immer wieder Ehe für alle als Sakrament gefordert haben. Also das ist nicht das Ende, sondern die Synodalen fordern ja erstmal diesen ersten Schritt anscheinend, damit sie dann das eigentliche Ziel erreichen können, nämlich die Ehe für alle als Sakrament. Erst die Segensfeiern und dann die Ebenbürtigkeit. So zumindest sieht es für mich aus, wenn ich dann die radikalen Stimmen höre auf dem synodalen Weg. Das gibt der Text selbst so nicht her, aber für mich sieht es so aus, wenn ich beides nebeneinander setze, dass das eine nur ein Zwischenschritt ist. Soweit vielleicht zu den Texten des synodalen Wegs. Ich, wie gesagt, habe schon wieder voll übertrieben, aber ich möchte mal so viel wie möglich reinnehmen, weil ich einfach denke, selbst auch wenn Sie jetzt zwei so mega lange Videos haben, es doch weniger ist, als wenn Sie sich hinsetzen und die ganzen Texte selber lesen müssten. Und so haben Sie eine detaillierte Übersicht und auch schon mit Stellungnahme aus katholischer Sicht. Bis zum nächsten Video wünsche ich Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen, seien Sie behütet und beschützt, machen Sie es gut.